Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Heute zeige ich euch zwei Akkorde, den C- und den G7-Akkord. Die kommen in vielen Liedern vor. Ich kann die Akkorde, die Töne nacheinander spielen. Auch abwärts. Ich kann sie im Muster spielen. Spielt und wie er sie greift, das zeige ich euch jetzt. Wir spielen die Akkorde mit der linken Hand. Der C-Akkord hat die Töne C, D und G. Wir nehmen die Finger 5, 3, 1. Spielt einmal aufwärts und einmal abwärts. 1, 3, 5. Jetzt spielt nochmal mit. 5, 3, 1, 1, 3, 5. Jetzt alle drei zusammen. So, der andere Akkord, der Spannungsakkord, da geht der kleine Finger einen Ton tiefer zum H und der mittlere Ton geht einen Ton höher zum F. Der obere Ton des G bleibt. Diesen Akkord spielen wir mit den Fingern 5, 2, 1. Aufwärts und abwärts. Und gleichzeitig. Dieser Spannungsakkord löst sich fast immer auf. Das H geht wieder zum C, das F geht zu B in den Akkord. Wir üben heute C, G7 und C. Ich mache jetzt die Punkte weg. Einmal zuschauen. 5, 3, 1. Und jetzt zum Mitspielen. 5, 3 und noch zweimal. 5. Und jetzt kommt der G7. Der kleine Finger geht einen Ton tiefer zum H und die anderen Finger bleiben. Der zweite zum F, G, nochmal H, F, G und nochmal H, F. Und
zusammen. Einmal zum Mitmachen. 5, 3, 1, zusammen. Und nochmal. 5, 3, 1, zusammen. Jetzt den G7. Erst nacheinander. 5, 2, 1, miteinander. Und nochmal. 5, 2, 1, zusammen. Und den CD-Akkord. Weiter. Wir wechseln den Akkord direkt. Wir spielen jetzt C-Akkord, dann G7. Der kleine Finger geht runter. Hier nehme ich den zweiten C-Akkord. Zum Mitspielen G7, C. Nochmal G7 und nochmal C. Wenn ihr euch sicher fühlt bei diesem Wechsel, dann seid ihr bereit, die Lieder zu spielen.